Hallo, heute geht es mal wieder um einen Kartenleser für den Commodore 64, ein sogenanntes SD2IEC. Man steckt diesen Kartenleser als Floppy-Ersatz an den seriellen Bus des Commodore 64 und kann dann über dieses Gerät von einer SD-Karte Software, Programme, Spiele in den C64 laden, eben ganz so, als wäre eine Floppy angesteckt. Dieses SD2IEC ist dabei die kleinste Ausführung, die im Sortiment ist, ist also sozusagen reduced to the max, keine überflüssigen Funktionen dabei, hat keinen Ausschalter, hat kein Display, aber es fehlen keinerlei wichtigen Komponenten oder Funktionen eines SD2IEC. Es ist vollumfänglich einsetzbar. Zum Lieferumfang gehört die Dokumentation. Das ist einerseits so eine kleine Broschüre. Da sind ein bisschen allgemeine Hinweise zum Löten dabei, auch so ein bisschen Sicherheitshinweise zum Umgang mit Elektronik und eine kleine Commodore-Story. Einfach mal so ein Überblick über die Geschichte von Commodore. Und zum Zweiten ist eine produktbezogene Anleitung speziell für das SD2IEC Mini. Ich habe es Mini genannt, weil es einfach so klein ist und das kleinste im Sortiment. Da sind also ein paar Bedienbeispiele, wie man mit dem SD2IEC umgeht und natürlich die Aufbauanleitung, wenn man sich den Bausatz geholt hat. Und jetzt schauen wir uns mal an, was im Bausatz alles drin ist. Das ist einmal das serielle Kabel. Das hier ist das Kabel vom USB-Netzteil zum Kartenleser. Das USB-Netzteil ist auch dabei. Das haben wir also hier, ganz normales kleines USB-Steckernetzteil. Das SD2IEC hat eine sehr geringe Stromaufnahme. Es braucht also keine besondere Leistung. Jedes andere Netzteil tut es auch. Natürlich nicht nur beim Bausatz, auch bei der Fertigversion. Dann schütte ich mir meine Teilchen immer so in so eine Schale. Dann kann ich nämlich sicher gehen, dass nichts verloren geht. Das wäre die Platine. Auf der Vorderseite ist der Bestückungsdruck. Die sagt einem also, wo die Bauteile eingesetzt werden müssen. Und von der Rückseite werden sie dann verlötet. Das Verlöten reicht einseitig auf der Rückseite. Alle Bohrungen und Löcher sind durchkontaktiert, haben also eine elektrische Verbindung auf die jeweils andere Seite. Der SD-Kartenslot, der ist schon vorgelötet, aus einem ganz einfachen Grund. Die Anschlüsse des SD-Kartenslots, die sind halt sehr klein. Und diese Anschlüsse im Hobbybereich zu löten ohne weitere Hilfsmittel, kann also schon so ein bisschen diffizil sein. Deswegen liefere ich die also vormontiert, ist schon fertig verlötet, an dem Kartenslot muss also nichts mehr gemacht werden. In der Anleitung ist nochmal so eine kleine Bauteilübersicht, da kann man nochmal vergleichen, ob wirklich alles da ist. Und dann fangen wir mal an mit dem Zusammenbau. Los geht's dann mit den beiden Tantalkondensatoren, das sind diese beiden kleinen braunen. Haben keine Polung, Einbaurichtung total egal, genauso wie der Quarz. Mit dem fange ich auch an, weil das flachste Bauteil ist. Einfach reinstecken, auf die Platine draufdrücken, damit er flach aufsitzt und dann direkt verlöten. Beim Drähte abknipsen, ich sage das immer wieder gerne, darauf achten, dass die nicht wild in der Gegend rumschießen. Im schlimmsten Fall können die im Auge landen, das kann richtig wehtun. Dann die beiden Kondensatoren, auch einfach rein damit. Und verlöten. Als nächstes kommt dann die kleine USB-Buchse dran. Die hat relativ kleine Pins. Ich setze mir die erstmal ein und verlöte die Masseverbindungen, also die vier äußeren. Größeren Punkte für das Gehäuse, also das Gehäuse der USB-Buchse. Dabei drücke ich die Platine so ein bisschen runter, damit ich sicher sein kann, dass also die Buchse wirklich plan auf der Platine aufsitzt. So, das passt also wunderbar. Man kann sich jetzt die Arbeit da ein bisschen leichter machen mit der Buchse. Sie hat ja 5 Pins, 2 davon sind für die Spannungsversorgung, die anderen sind dann für einen Datenaustausch über den USB-Port eben. Den haben wir aber nicht. Der Datenaustausch zum 64er läuft ja über die serielle
Kabelverbindung. Und für die reine Spannungsversorgung reicht es aus, wenn man in dieser Dreierleiste die äußeren beiden Pins verlötet. Damit ist die Spannungsversorgung hergestellt. Ich verlöte trotzdem immer die anderen auch noch, einfach aus ästhetischen Gründen. Da natürlich darauf achten, dass keine Lötbrücken zwischen den einzelnen Punkten zusammenkommen. Als nächstes sind dann die drei Widerstandsnetzwerke und der IC-Sockel an der Reihe. Bei den Widerstandsnetzwerken haben wir zwei unterschiedliche Ausführungen. Einmal mit 8 Pins und einmal mit 10 Pins. Ist extra so gemacht, damit man die nicht vertauschen kann untereinander. Sind nämlich unterschiedliche Werte. Die Widerstandsnetzwerke selber haben wiederum keine Polung. Man kann sie also weder links wie rechts einbauen. Da ist zwar hier auf der linken Seite so ein kleiner Punkt drauf. Der ist aber nur produktionstechnisch und hat über die Polung überhaupt keine Aussagekraft. Also die drei Widerstandsnetzwerke eingesetzt. Der Ästhetik halber kann man sie ja zumindest in der gleichen Ausrichtung einsetzen. Ich mache das jetzt mit Schrift zu mir bzw. Schrift zum Admega-Sockel. Dann sind die alle in der gleichen Ausrichtung drin. Bei den Widerstandsnetzwerken hefte ich mir nur erstmal einen Punkt in der Mitte an. Und dann schaue ich mir das erstmal an, ob die gerade ausgerichtet sind, also senkrecht stehen. Falls nötig, kann man sie mit sanftem Biegen einfach ausrichten. Danach die restlichen Punkte verlöten. Und danach ist der Sockel dran. Bei dem Sockel drauf achten, da ist auf der Platine eine Kerbenmarkierung. Genau die gleiche Kerbenmarkierung hat der Sockel auch. Ist einfach nur eine Hilfe für später, dass man den Admega-Prozessor bzw. Mikrocontroller richtig um einsetzt. Der muss natürlich dann auch mit der Kerbe übereinstimmen. Bei dem Sockel mache ich es auch wieder so, dass ich mir zwei gegenüberliegende Ecken anhefte. So ein bisschen drauf drückt, dass der auch wirklich flach auf der Platine aufliegt. Dann schaue ich mir das kurz an, ob das passt. Wer übrigens mal so ein bisschen mehr in die Materie Löten einsteigen möchte, ich habe ein eigenes Lötvideo gemacht, wo ich einfach mal so ein bisschen erkläre, so ein bisschen Do's und Don'ts und wie kriegt man überhaupt ordentliche, haltbare und gut leitende Lötstellen hin. Dann sind dran noch ein Kondensator, ein Spannungsregler und der Dipschalter. Der Kondensator ist wiederum einer ohne Polung. Kann man links wie rechts einbauen, total egal. Hat extra wieder eine andere Bauform als die vorhergehenden, weil es ein anderer Kapazitätswert ist. Damit man die nicht vertauschen kann, ist es also eine andere Bauform. Der Dipschalter hat technisch gesehen auch keine Einbaurichtung. Es ist ein ganz normaler Schalter, Schließer. Allerdings auf dem Platinendruck ist er in Aufstellung aufgedruckt. Das würde ich so übernehmen mit der Ausrichtung. Dann kann man da auch nicht in Probleme laufen. Der Dipschalter sorgt dafür, dass man die Geräteadresse des SD2IEC einstellen kann. Also wie bei einer Floppy auch, Geräteadresse 8, 9, 10 oder 11 ist hier auch realisiert. Dann kann man auch mit physischen Floppies das SD2IEC parallel betreiben. Ermöglicht einem dann auch, dass man Daten von der Speicherkarte auf echte Disketten kopieren kann und natürlich auch andersrum, dass man alte Datenbestände, die man vielleicht dann noch hat, von Diskette auf SD-Karte und schlussendlich auf dem PC sichern kann. Dann den Schalter einlöten. Auch hier darauf achten, dass der möglichst flach und bündig auf der Platine aufsitzt. Dann sieht das auch schön sauber aus. Bei dem Festspannungsregler ist jetzt eins zu beachten, der hat so eine abgeflachte Seite. Hier auf der Platine ist das auch entsprechend aufgedruckt. Man sieht das hier, da ist diese flache Seite und die hat der Festspannungsregler in seiner Bauform also auch. Hier, das wäre also die flache Seite hier, also einfach richtig um einsetzen. Den Festspannungsregler, den fädel ich mir immer so ein bisschen ein. Also erstmal darauf achten, flache Seite nach vorne in dem Fall. Und dann nehme ich mir hier ein Beinchen, das rechte,
setzt das so ein bisschen an und biegt dann den gesamten Regler, bis das zweite Bein drin sitzt. Und dann biege ich noch das dritte Bein, beziehungsweise den Regler so, dass das dritte Bein also auch zu seinem Loch kommt. Und dann kann ich den ganz geschmeidig runterdrücken und schon sitzt er. Damit der gerade dann auch steht, hefte ich mir jetzt erstmal nur wieder einen Punkt an. Und dann schaue ich mir das kurz an. Genau, ist nämlich total schräg. Und dann drücke ich den wieder mit leichtem Druck in eine schöne senkrechte Position. Und sobald diese Position da ist, verlöte ich die anderen beiden Beinchen. Dann geht es weiter in der Anleitung. Wer übrigens diese Anleitung nicht in Papierform braucht, der kann der Umwelt was Gutes tun. Man kann die auch ohne Anleitung bestellen, also ohne Printausführung. Die Anleitungen sind auf der Webseite bei dem jeweiligen Produkt als PDF verfügbar. Kann man sich einfach runterladen. Wenn man die also nicht braucht, dann kann man sich dabei auch noch ein bisschen Geld sparen. Als nächstes sind dann die beiden kleinen Taster an der Reihe. Die sind für den virtuellen Diskettenwechsel. Nach den beiden Tastern kommen dann die LEDs. Eine rote, eine grüne. Beim Einsetzen der LED bitte darauf achten. Einerseits haben wir hier Farbbezeichnungen RD für Red, also Rot, und einmal GN für Green, also Grün. Und dann haben die eine Polung. LEDs müssen also in der richtigen Einbaurichtung eingesetzt werden. Da ist links hier so eine flache Markierung im Platindruck und genau so eine findet sich auch an der LED wieder. Man sieht es hier im Lichtschein so ein bisschen. Das wäre also diese abgeflachte Seite. Die abgeflachte Seite führt zum kürzeren Anschlussbein. Die sind also nicht willkürlich unterschiedlich lang, sondern das kurze Bein ist diese flache Seite. Das also auf der Platine richtig einsetzen. Kurzes Bein nach links, grüne LED unten, rote LED oben. Beim Verlöten kann man es schon so machen, dass man sich erstmal ein Bein anheftet und dann erstmal schaut, ob sie gerade sitzen, die beiden LEDs. Man kann sie natürlich auch nacheinander einlöten. So, das sieht gut aus. Das heißt, ich kann auch die anderen beiden Beinchen verlöten. Als nächstes ist noch ein Kondensator dran. Das ist diesmal ein zylindrischer, hat so eine runde Form und der hat eine Polung. Bei dem muss also wieder darauf geachtet werden, dass er richtig rum eingesetzt wird. Bei diesem Kondensator ist jetzt noch zusätzlich auch zu achten, auf der Platine, man sieht das hier, ist also der Pluspol bezeichnet. Am Kondensator selber ist es allerdings der Minuspol, der eine Markierung hat, der Pluspol nicht. Da also beim Einsetzen darauf achten, dass das richtig rum ist. Hier ist also auf der Platine Pluspol links. Das heißt, ich drehe mir den Kondensator so rum. Auch hier ist es so, das kürzere Bein bezeichnet den Minuspol. Solange man die Beine also noch nicht abgeknipst hat, kann man auch daran erkennen, wie rum er eingebaut werden muss. Und einfach verlöten. Auch hier kann man wieder kurz schauen, ob der halbwegs fluchtet und schön senkrecht auf der Platine aufliegt. Der letzte Schritt wäre dann schon die serielle Buchse. Hierbei auch wieder darauf achten, dass die also schön flach und bündig auf der Platine aufsitzt. Damit sind unsere Lötarbeiten abgeschlossen. Nach den Lötarbeiten nochmal genau anschauen, ob irgendwelche Lötbrücken entstanden sind. Ich schribbel dann mit so einer ESD-Bürste, also eine antistatische Bürste, nochmal ein bisschen über die Lötseite drüber. Hat zwei Gründe. Einmal ästhetisch, denn es können so Löt- oder Flussmittelspritzer sich auf der Platine verteilen. Die kriegt man damit ganz gut weg. Und zum anderen können aber auch tatsächliche Lötzinnspritzer sich irgendwohin verirren. Im ungünstigsten Fall machen sie halt einen Kurzschluss zwischen zwei benachbarten Pins. Die kriegt man also hiermit auch weg. Als nächstes ist dann der Atmega-Controller an der Reihe. Der muss eingesetzt werden. Hierbei natürlich darauf achten, dass die Kerbe im Controller mit der Kerbe im Sockel und der Kerbe in der Platine übereinstimmt. Man kann sich das noch ein bisschen einfacher machen, indem man die beiden Kondensatoren, die unter dem Sockel sitzen, etwas nach außen biegt. Dann kann der Prozessor einfach besser nach unten sacken.
Zum Einsetzen selbst setze ich den Controller in einer Pinreihe an, noch nicht reindrücken, nur lose anlegen. Und dann drücke ich mit den Daumen in diese Richtung, damit der gesamte Chipkörper so ein bisschen nach hinten wandert, bis die Pins über ihren Sockellöchern sitzen. Und wenn das soweit ist, dann kann ich ihn also komplett reindrücken und dann sitzt er sauber und flach in seinem Sockel drin. Dann noch die Karte einsetzen. Die Karte ist natürlich auch dabei, sowohl beim Fertigmodul als auch beim Bausatz. Da sind einfach nur ein paar Spiele schon vorbereitet draufgespielt, dass man gleich loslegen kann. Man kann da natürlich andere Spiele drauf spielen. Man kann auch eine ganz andere Karte verwenden. Das darf jeder frei nach Gusto machen, wie er möchte. Damit ist der Aufbau abgeschlossen und wir kommen zum Test. Bevor man am C64 irgendwas an- oder absteckt, grundsätzlich den Rechner ausschalten. Ansonsten könnten durch die Spannungsspitzen beim An- oder Abstecken die Chips im C64 Schaden nehmen. Also, zuerst mal die serielle Verbindung herstellen. So. Und danach die Spannungsversorgung mittels Steckernetzteil und USB-Kabel habe ich natürlich schon vorbereitet. So. Das SD2IEC hat sich jetzt schon eingeschaltet, beziehungsweise sofort, wenn Spannung kriegt, legt's los. Ich habe hier eine Final Cartridge an dem Rechner. Einfach aus dem Grund, dass die Ladevorgänge jetzt etwas schneller gehen. Dann starten wir mal mit Run Stomp. Dann sind wir nämlich gleich im 64er Startbildschirm. Über die F-Tasten kann ich mir jetzt erstmal das Menü, das Directory von der Karte holen. Und jetzt lade ich mir den File-Browser. Der erleichtert also den Umgang mit dem Kartenleser bzw. den ganzen Inhalten auf der Karte sehr. Man kann auch alles von Hand eintippen, wie man das von früher kennt. Load beispielsweise String, 8 für das Diskettenverzeichnis oder in dem Fall eben für das Kartenverzeichnis. Wird aber gerade bei vielen Dateien und mehreren Verzeichnissen auf der Karte irgendwann einfach unübersichtlich. Da bietet sich so ein File-Browser einfach an. So. Dann gehe ich gleich mal in meinen Games-Folder. Da sind also die ganzen vorbereiteten Spiele drin. Ich gehe in den Unterordner Disks D64. Da sind also Disketten-Images drin, also Spiele, die sich über eine oder mehrere Disketten erstrecken. Und dann nehme ich mir das Space Taxi, weil wir das eben auch schon hatten. Wieder mit Return wird das Verzeichnis dieser Diskette geöffnet. So sähe also das Verzeichnis aus, wenn man jetzt eine Originaldiskette eingelegt hätte und mit Load String, 8 das Verzeichnis aufruft. Und dann lade ich das Space Taxi, weil das das erste Programm auf der Diskette ist. Das sollte normalerweise dann auch die Startdatei sein. Space Taxi Loading. Unser SD2IEC funktioniert also. Die grüne LED zeigt den Ladevorgang an. Solange also die grüne LED leuchtet, werden Daten vom SD2IEC an den 64er übertragen.